Was mit dem? Leg mal auch mal in Pause. Möchtest du eine Pferdestation nutzen? Das Dach gebaut, das mit einem solch schwierigen Karten hat er ja. Ah ja, was ich lernen kann. Naja, jetzt hat auch nicht jeder irgend so ein Klebeding. Alter, ich brauche immer noch einiges an Hyrule-Reis. Dachte ich mir doch, dass es einen geheimen Zugang gibt. Schließlich ist das hier das Schutzraum der Königsfamilie. Am anderen Ende. Die kenne ich doch. Wie schön, ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Also, der Schutzraum steht zu jeder freien Verfügung. Ja, dann gehen wir, höre ich eine schaurige Stimme, die wie ein Dämon aus dem Loch hervordringt. Ich bin mir ganz sicher. Bestimmt habe ich einen Dämon aufgeweckt, als ich ein Loch in diese Wand geschlagen habe. Und jetzt will ich meine Seele, Robelo Grazia, meine geliebte Familie lebt wohl für immer. Okay. Haben wir schon für zwei jetzt eigentlich gehabt? Ich habe nicht aufgepasst. Oh ja, genau zwei. Geil. Sehr schön. Fühle meine Gegenwart. Was bist denn du? Teufelchen. Man hat mir also nichts vergessen, du sprichst ja. Wenn möglich, kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Bist du bei mir richtig? Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Leben gegen Geld. Keine große Sache, ist doch nichts dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungslosen Gestalt, einem Schatten meiner früheren selbst. Weil mein Bestes geben, das war der feine Göttin auch wieder nicht recht, also hat sie mich an den Rand des Dorfes verbannt. Von Vögeln gepiesackt, eine Zeit lang hing ich sogar kopfüber an einer Höhlendecke. Aus dem Grund des Teichs, wo nur Fische vorbeikommen sind, jetzt bin ich hier in dieser Ödnis. Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat, ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern, aber nicht ich, kein Stück. Lediglich gewartet auf jemanden wie dich, der mich versteht. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der kein Fisch war. Tausch machen? Beweg dich jetzt nicht. Hä? Ey, du Sack! Hehe. Nichts verlernen. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir raus. Was? Gib ihn zurück. Ich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Langfristige Geschäftsbeziehung interessiert, da werde ich doch nicht, dich nicht übers Ohr hauen. Also, was darf sein? Ich will ein Herz. Jetzt halt still. Okay. Nichts dabei, sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deinen Container zu tauschen. Zuerst kaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Kostet dich das 120. Dafür kannst du dir aber auch aussuchen, ob du für einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Ah, man kann dann tauschen. Cool.
Alter, wie weit geht denn das? Oh, warte, ich bin schon durch. Okay, nicht wirklich, weil da geht's weiter. Bernstein Opal. Tauchen die eigentlich immer wieder auf? Alter, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Wie weit geht das? Oh, warte mal, da kommen ja diese Schwerter auch raus, ne? Oh, komm schon. Oh. Oh, ich hab den Feuerstein zerdeppert. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, das sind eher Bombendinger. Was? Oh fuck, man braucht zwei dafür? Mich würde immer noch interessieren, was hier ist. Ah, da ist so ein Ding.
Da kannst du mich mal, du Schleimball. Hylia Beinschutz. Können wir alles schon nehmen, damit wir die Dinger dann zerdeppern können. Okay, dann schauen wir doch mal, was die Viecher da haben. Boah! Aber ist das dann zufällig ein Weg, der wo mich in den Thronsaal bringt? Cool wäre es schon. Aber wer kam auf die Idee, dass da so viele Sachen sind? Ich frage mich, ob es da auch dann dahin geht, wo ich eigentlich hin will. Ha, sorry, aber da ist ein Stein vorne dran, der wird nicht so leicht elektrifiziert. Da kommt doch so ein Viech raus, oder?
Ich trau dem Ding nicht, ey, das ist doch... Sei doch, ist das so ein Zyklop oder so? Hä, ist das Nummer 1? Ist das schwarze Material stärker? Oh, scheiße, tatsächlich. Ja, nee, wenn man die Schwäche kennt, ist die Sache eh gelaufen. Eisraubschleim. Reisebogen hatte ich auch noch nie. Okay, da geht's dann weiter Richtung Schloss, ne? Das heißt... Ja, aber der Thronsaal ist ja eigentlich in der Luft. Warte mal, würde eigentlich... Wo ist denn das? Alter, alles voller Miasma. Und irgendwelche Monster. Hä, was kriegt man da? Hä, das ist ja nix. Ich glaube, da kommt jetzt die Hand, ne? Hm. Ja, müssen wir doch mal mit was anderem weitermachen.
quasi Horrorblindhorn. Doch erstmal nur drei. Nimmst du den? Hallo, jetzt. So. Frage, jetzt geht's da irgendwie weiter? Eigentlich nur da hinten, ne? Oder oben? Ist das ein Stein? Ja. Langstock mit Verrost. Ach so, das ist schon alles. So, also die Dinger sind Gott sei Dank egal, wenn man sie zerstört. Hetze. Oh.
Ich komme schon immer näher zur Burg auf jeden Fall. Was ist denn da schon wieder hin? Ist dieselbe Richtung. Alter, 172 Dinge. Oh, wow. Oh mein Gott, es geht ja. Holzpfeile 5, oh, das ist sehr gut. Das, was ich verbraucht habe, kriege ich wieder. Gardebogen. Hier, behalt das Ding. Ja, warte, da oben geht's weiter. Boah, Alter! Gibt's hier irgendwas, was nicht versch... Alter, wo geht es hin? In diesen Tiefen des Landes vermochte der Erste, der Könige edel und mächtig, den Dämonenkönig zu bannen. Zu stärken wurde hier das Schloss erbaut, das Siegel und Pfeiler der Heiligen dieser Städte. Es sei denn, so ist auch die heilige Stätte verloren. Es entsteht der Dämonenkönig. Seine Wiederkehr wird nur ganz, das ganze Reich mit Zwietracht, Zorn und Grausamkeit überziehen. So verstehe denn nur das Schloss. Das Schloss ist fortbestehen, kann das Land zum Wohl gewähren, auf das seine Mauern alle Ewigkeit trutzig und ungerührt in diesen Ort erweilen werden. Alter, wie hoch geht denn das? Thank you.
Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich bin. Okay, Diamant. Komme ich dann auch wieder runter? Fuck. Wie konnte ich in den Teleporter setzen? Pfad des Helden. Also würde ich nämlich durchkommen. Ah, fuck it, Alter, scheiß drauf.